Freunde, ich habe gerade 10 Minuten geredet, ohne dass ich mein Mikro dran hatte. Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Ich stelle euch heute Bücher vor, die mein Bücherregal verlassen müssen. Das hat unterschiedliche Gründe, warum ein Buch mich verlassen muss, aber das sage ich dann immer jeweils dazu. Hauptsächlich müssen mich Bücher verlassen, weil ich ja nicht unendlich Platz in diesem Regal habe. Also heute Bücher, die ich aussortiere. Wir starten mit einer Reihe, von der ich mir einfach 4 Bücher gekauft habe, ohne dass ich den ersten Teil überhaupt gelesen hatte. Aber ich dachte, sie sehen schön aus. Also die Rede ist von Robin Carrs Virgin River Reihe. Neubeginn in Virgin River habe ich noch gelesen. Wiedersehen in Virgin River habe ich, glaube ich, so bis Seite 130 gelesen und dann habe ich es abgebrochen und die anderen 2 Teile habe ich gar nicht mehr gelesen. Um das Buch tut es mir ein bisschen leid, weil es so schön aussieht, aber Schönheit rettet einen hier auch nicht mehr. Der erste Band war okay. Es war mir aber, ich möchte niemandem zu nahe treten, wenn ich sage, es war mir zu seicht. Beim zweiten Band hat sich dann deutlich herausgestellt, dass es mir einfach zu klanglos ist, die Persönlichkeiten nicht raffiniert genug, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, oder nicht deutlich genug sind, sondern alle so, alle sind ein bisschen nett und alle haben irgendwo ein Geheimnis und alle sind aber doch okay. Nicht, dass ihr mich falsch versteht, ich bin die Königin der stillen Geschichten, in denen eigentlich nichts passiert. Aber dann muss halt auch die Sprache stimmen und es war mir einfach nur, als hätte man es am Kaffeekränzchentisch erzählt oder so. Dr. Nadja Hermann, Fettlogik überwinden. Wie ihr seht, habe ich sie nicht überwunden. Das Buch war ziemlich lange in der Spiegel-Bestsellerliste. Ich dachte, ich müsste es lesen, weil da mind-blowing Facts drinstehen, aber im Endeffekt habe ich kaum was mitgenommen. Was ich mitgenommen habe, ist, dass ich auf mein Dressing beim Salat achten sollte. Es sollte ein Sachbuch sein, aber ich weiß gar nichts mehr von dem Buch. Vielleicht kann jemand mehr davon mitnehmen. Bitte Dann machen schön. wir weiter mit der Kategorie Erfahrungsberichte, die ich aussortiere. Früher habe ich sehr gerne Erfahrungsberichte gelesen. Inzwischen immer weniger. Wahrscheinlich, weil ich genügend an meinen eigenen Erfahrungen lernen kann. Fiona Bollack, das Mädchen, das aus der Stille kam. In das Mädchen, das aus der Stille kam, geht es um Fiona, die seit ihrer Geburt nichts hören kann. Und als sie 23 Jahre alt wird, bekommt sie die Möglichkeit, ein sogenanntes Cochlea-Implantat zu erhalten, das ihr eben ermöglicht zu hören. Es war dahingehend ein interessantes Buch, weil man natürlich als gesunder Mensch sich nicht vorstellen kann, mit welchen Einschränkungen und Hürden man im Alltag zu kämpfen hat, wenn man nichts hören kann und welche Auswirkungen das auch auf die Sprachentwicklung hat. Ich habe viel gelernt in dem Buch, aber jetzt darf es ausziehen und jetzt darf jemand anderes was über ihre Welt lernen. Leute, ich habe hier so viele Supermarkt-Krabbeltischbücher, das ist unfassbar. Ich bin immer ein Opfer, wenn es im Supermarkt einen Krabbeltisch mit preisreduzierten Taschenbüchern gibt. Neil Strauss, Die perfekte Masche, Bekenntnisse eines Aufreißers. Ja, Neil Strauss ist sowas wie ein Dating-Coach, Anmach-Coach. Er hilft Männern dabei, Frauen anzusprechen und gibt ihnen Tipps, wie das besser klappt. Es war witzig, das Buch. Es war flüssig geschrieben, man ist schnell durchgekommen. Mich hat wahrscheinlich interessiert, was seine Masche so besonders macht, dass er sagt, er kann bei jeder Frau damit landen. Und mich hat wahrscheinlich interessiert, ob ich die Masche genauso toll finde. Im Endeffekt kommt es ja nicht auf die Maschen an, sondern drauf, wer sie strickt. Von der psychologischen Seite her war es ein interessantes Buch, eben zu sehen, auf welche Aspekte er Wert legt, zum Beispiel Klassiker, die Frau zum Lachen bringen. Auch so Sachen wie Gemeinsamkeiten herstellen. Literarisch kein Meisterwerk, aber okay. Jürgen, wieder ein super Makrabbeltischbuch, aber dadurch nicht schlechter. Jürgen Todenhöfer, Andi und Marva, 2 Kinder und der Krieg. In dem Buch geht es um den Irakkrieg.
nach den Anschlägen des 11. September. Es geht einmal um Andy, der in den Krieg eingezogen wird, und einmal um Marwa, die in Bagdad wohnt. Und das erzählt eben die Geschichte der beiden Kinder sozusagen. Ich glaube, Andy ist 17 oder 18. Ja, es zeigt eben, wie zwei Kinder aus diesen verfeindeten, sich bekämpfenden Nationen unter dem Krieg leiden. Es war ein trauriges Buch. Was soll es auch anderes sein, gell? Ich darf aber trotzdem ausziehen, weil ich werde es nicht nochmal lesen. Und ich habe alles mitgenommen, was ich aus diesem Buch mitnehmen konnte. Und ja, es muss nicht in meinem Regal stehen. Ist okay. Dann kommen wir zu einem ziemlich bekannten Erfahrungsberichtebuch, nämlich von Sophie van der Staab, Heute bin ich blond. In Heute bin ich blond geht es um die, ich glaube 21 war sie damals, sehr junge Sophie, die einen sehr aggressiven Gehirntumor in ihrem jungen Alter bekommt und eigentlich eine ziemlich vernichtende Prognose für ihre Art von Krebs hat. Da ihr während der Chemotherapie alle Haare ausfallen, beginnt sie Perücken zu tragen, und diese Perücken verbindet sie dann irgendwann auch mit verschiedenen Persönlichkeiten. Ich möchte ihre Leidensgeschichte nicht schlecht machen. Aber ich hatte dahingehend ein Problem mit dem Buch, weil es mir vorkam, als hätte es die Ernsthaftigkeit verloren. Wahrscheinlich ging es in ihrer Bewältigungsstrategie auch darum, dem Krebs irgendwas anderes abzugewinnen als die Ernsthaftigkeit, aber das war nicht meins. Andreas Ulrich, Das Engelsgesicht, die Geschichte eines Mafia-Killers aus Deutschland. Darin geht es um einen Mann, der als Sohn italienischer Gastarbeiter im Ruhrgebiet aufwächst. Und er entwickelt sich irgendwann zu einer der wichtigsten Personen in Mafiakreisen in Deutschland, und er soll circa 30 Menschen auf dem Gewissen haben. Ich habe das Buch abgebrochen, weil ich irgendwann gar nichts mehr kapiert habe in diesen Netzwerken aus. Der hat den getötet, dann hat er den getötet, dann hat er den verarscht, dann hat er den wieder getötet, dann haben sie Rache genommen an dem, weil der das ja vorher gemacht hat. This is the rap of the rough. Dann kommen wir zu einem weiteren Krabbeltischbuch, Laurie Schiller, Wahnsinn im Kopf. Darin geht es um die 17-jährige Laurie, die plötzlich Stimmen hört und an einer Schizophrenie erkrankt. Und das erzählt eben ihren Leidensweg einfach durch und mit der Erkrankung. Das habe ich in einem Alter gelesen, wo ich glaube, ich dachte, dass Stimmen im Kopf sowas total gruseliges sind. Und inzwischen weiß man, dass es eine Krankheit ist. Ich konnte in dem Buch viel darüber lernen, wie Laurie mit ihrer Krankheit zu leben lernt und welche täglichen Herausforderungen sie doch hat mit ihrer Erkrankung. Aber es darf trotzdem ausziehen, ich werde es nicht nochmal lesen. Inci Y erstickt an euren Lügen, eine Türkin in Deutschland erzählt. Inci Y wächst in einer sehr vergangenheitsorientierten Familie auf, mit sehr starren, vergangenheitsorientierten Strukturen. Diese Strukturen lassen ihr kaum Luft zum Atmen oder Raum zur Freude. Das Buch hat mich dahingehend schockiert, dass ich dachte, oh Mann, dass es sowas wirklich in Deutschland gibt. Aber inzwischen schockiert mich das nicht mehr, dass es sowas in Deutschland gibt. Ich konnte viel lernen über die Kultur und ich konnte viel lernen über das Leid mancher Frauen in diesen Kulturen. Dann kommen wir zur Kategorie Selbsthilfebücher, Selbstentwicklungsbücher, Selbst-ich-weiß-nicht-was-Bücher. Michael A. Singer, Die unbändige Seele, Ein Weg der Befreiung. In diesem Buch geht es um die unbändige Seele, das ständige Gedankenkreisen, sich immer Gedanken machen, sich immer Sorgen machen. Ständiges Gedankenkarussell. I wanna be a cowboy, baby. Und um die Bewältigung dieser aller Probleme. Ich konnte gar nichts mit dem Schreibstil anfangen. Das war irgendwann auf so einer Ebene, wo ich dachte, was? Ich habe mich überhaupt nicht befreit gefühlt. Es war mir ein bisschen zu komplex. Vielleicht kann mir auch einfach nur keiner helfen mit meinen Gedanken. Ich weiß es nicht. The prophecy is true. Es hat mir überhaupt nicht helfen können. Ich glaube, ich habe nur 30 Seiten oder so gelesen. Es kann versuchen, jemand anderem zu helfen. Dann kommen wir zu Büchern,
Die fallen unter die Kategorie. Ich weiß nicht, warum ich sie da habe. Beziehungsweise früher habe ich mal solche Bücher gekauft, heutzutage kann ich nichts mehr mit ihnen anfangen. Wir fangen an mit dem großen Spiegel-Wissenstest. Wie gut ist Ihre Allgemeinbildung? Wer ist das? Josef Ackermann. Das Witzige ist, dass es die Schrift von meinem Mann ist, nicht meine. Ich wüsste nicht, was so der Typ ist. Was Josef Ackermann auch mit Allgemeinbildung zu tun? Okay, auf jeden Fall brauche ich dieses Buch nicht mehr. Don't need it, don't want it. Dann zu drei Büchern, die alle drei nur zusammenhanglos irgendwelche Fakten aufzählen. Einmal Neon, unnützes Wissen. Ich habe das früher so geliebt. Standardwissen für Hobbydenker. Und Nutella hat Lichtschutzfaktor 9,7. Früher dachte ich vielleicht, so unverknüpftes Wissen hat irgendeine Wirkung auf die Welt. Hat's nicht. War unterhaltsam, aber inzwischen kann ich mit sowas nichts mehr anfangen. Sorry. Spaßkast. Die Liebe und wie sich Leidenschaft erklärt. Ich habe es nie gelesen. Es hat mich wohl mal interessiert, aber es interessiert mich jetzt nicht mehr. Und ich habe auch ohne dieses Buch zu lesen es in eine Ehe geschafft. Es geht weiter mit Büchern, die ich zu Hause habe, aber nicht mehr weiß warum. Liebesbriefe großer Männer zusammen mit Liebesbriefe großer Frauen. Muss jetzt nicht sein. Ich glaube, ich habe nicht mal alle gelesen. Ich schreibe ja selber so tolle Liebesbriefe von dem her. I love you, bitch. I ain't gonna never stop loving you, bitch. Kleine Stärkungen, 52 gute Gedanken für jede Gelegenheit. Das habe ich mal bei meinem Hausarzt zu Weihnachten geschenkt bekommen. Jetzt darf es jemand anderen stärken. Rolf Dobelli, wer bin ich? 777 indiskrete Fragen. Das sind einfach nur blöde Fragen aufgezählt, die man anderen Leuten stellen kann. Das sind echt total indiskrete Fragen. Was? Das fand ich früher enorm witzig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. SMS von gestern Nacht. Einmal, du hast mich auf dem Balkon vergessen und einmal ist meine Hose noch bei euch. Das Prinzip ist klar, es geht um SMS, die jemand in trunkenem oder leicht trunkenem oder total zerstörten Zustand jemand anderen geschickt hat, die unter welchen Umständen auch immer mal lustig waren oder immer noch sind. Ich weiß nicht, wieso ich das mal witzig fand. Ach, Humor entwickelt sich ja auch, Leute. Wisst ihr? Vor 10 Jahren war ich auch noch nicht so witzig, wie ich jetzt bin. Was habe ich denn immer mit dem Ganzen? Was ist Liebe schon wieder? 1001 Zitate geben 1001 Antworten. Ich sag's euch kurz, dann wisst ihr jetzt, was Liebe ist, okay? Liebe ist Freude, begleitet von der Vorstellung ihrer äußeren Ursache. Es ist eben die Liebe. Liebe ist der Ursprung aller Dinge. Und im geistigen Sinne ist die Liebe des Geisteslebens tiefster Grund. Ich hoffe, es hat euch geholfen. 1001 Antworten. Bitteschön. Was ist Liebe? Einfach erklärt. Dann kommen wir zu einem Buch, das einfach vom Internet abgelöst wurde. Die perfekten lateinischen Zitate. Dann kommen wir zu einer Trilogie, die ich einfach komplett aussortiere. Was mir einfach sehr leid tut, weil ich habe einen wunderschönen Schuber. Und den Schuber habe ich auch noch geschenkt bekommen. In Kira Cass Selection. In Kira Cass Selection. Ich komme gar nicht. Ich weiß nicht, ob. La 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 la. Ich weiß nicht, ob es dran. Ich weiß nicht, ob es Liebe ist. In Kira Cass Selection Trilogie geht es um eine dystopische Welt, in der die Mitglieder der Gesellschaft verschiedenen Schichten und Kasten angehören. Und es geht auch um den Prinz Maxon, I don't know, der eine Art Bachelor-Sendung veranstaltet, indem er eine Frau für sich wählt und somit die Prinzessin dieser Welt. Der Schreibstil war super.
Ich bin durchgeflogen durch die Seiten. Es war unterhaltsam. Die ganze Geschichte spielt aus der Sicht von America Singer. Sie nimmt an diesem Wettbewerb teil und America hat jedoch das Problem, dass sie gleichzeitig auf den Prinzen und gleichzeitig auf ihren normalen Ex-Freund steht. Oh, wie es der Zufall so will, entfaltet sich eine Dreiecksgeschichte. Ich kann nicht mit Dreiecksgeschichten, Freunde. Ich weiß nicht, ob ich zu alt bin. Ich kann es nicht. Ich hasse Dreiecksgeschichten. Ich finde es so unreif und unehrlich und einfach nicht korrekt, wenn man einen Abend vorher mit dem einen knutscht und am nächsten Abend mit dem anderen knutscht. Da kann ich nicht mit. Sowas regt mich auf. Ich habe den ersten Band gelesen, ich habe den zweiten Band bis zur Hälfte gelesen und dann dachte ich, macht er halt euer Zeug, aber lass mich da raus aus diesem unehrlichen Spiel um Macht und Geld und den Prinzen und das Prinzessinnentum. Es tut mir so leid um den Schuber. Dann kommen wir zu vielen weiteren Romanen, die aus dem einen oder anderen Grund ausziehen dürfen. In Hallo Mr. Gott, hier spricht Anna, geht es um diesen Finn, der Anna auf der Straße findet. Das ist ein kleines Kind und sie lebt 3 Jahre bei ihm und in diesen 3 Jahren stellt das kleine Kind ihm die großen Fragen der Welt. Ich kam nicht so mit dem Kind in diesem Buch klar, das war alles so... Es kam mir so möchtegern bedeutungsschwanger vor, so es muss jetzt Tiefe haben, was das Kind sagt. Ich habe ein bisschen reingelesen, dann war es gar nichts für mich, jetzt darf es wieder weg. Tschüss. Wilhelm Genanzino, mittelmäßiges Heimweh. In mittelmäßiges Heimweh geht es um einen Mann, der durch einen Unfall ein Ohr verliert. Und aufgrund dessen, dass er dieses Ohr verliert, bleibt bei mir. Aufgrund dessen, dass er dieses Ohr verliert, wird ihm plötzlich alles egal. Also es gibt weder extrem gut oder extrem schlecht, es gibt nur noch okay für ihn. Das war auch das Problem mit dem Buch, weil wenn einem alles so okay ist, es war einfach irgendwann nur noch eine Aneinanderreihung von Sätzen, um eine Geschichte zu erzählen, aber ohne Emotion. Wahrscheinlich wollte das der Autor auch, aber das kam bei mir gar nicht an. Genauso wie dem Mann in dem Buch dann alles egal war, war mir dann auch irgendwann alles egal. Ich habe es dann abgebrochen. Ich brauche es nicht. Nora Roberts Frühlingsträume. In Frühlingsträume geht es um eine Frau, die eine Hochzeitsagentur mit ihren Freundinnen betreibt und irgendwann trifft sie einen Mann, der alles auf den Kopf stellt. Ich glaube nicht, dass ich was damit anfangen kann. Ich weiß nicht, warum ich das bestellt habe. Vielleicht, weil irgendjemand Nora Roberts gelobt hat, aber es reizt mich derzeit nicht und ich weiß auch nicht. Ja, es darf jemand anderen glücklich machen. Richard Wagner, Belüge mich. Das ist das zweite Buch, das ich von Richard Wagner gelesen habe, beziehungsweise angelesen habe. Das spielt in Bukarest, wo die Journalistin Sandra eine verhängnisvolle Affäre mit dem Wirtschaftsanwalt Marcel anfängt und mit seiner Hilfe auf Geheimnisse ihrer Familie stößt. Das Buch konnte mich gar nicht packen. Ich habe es gelesen, dachte, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Ich konnte es zu keinem sinnvollen Ganzen zusammensetzen. Ich wusste gar nicht, wo das Buch jetzt hin will. Keine Ahnung. Es hat mich irgendwo stehen lassen, das Buch, und dann gar nicht mehr abgeholt. Von dem her habe ich es dann irgendwann abgebrochen. Genau, von Richard Wagner habe ich Habseligkeiten gelesen. Und es hat mir sehr gut gefallen. Von dem her dachte ich, Belüge mich, wird mir auch gefallen. Aber es hat mir gar nicht zugesprochen. Keine Ahnung, wie das Autoren manchmal hinkriegen, einem in einem Buch einfach alles zu geben und im nächsten Buch einfach gar nichts zu geben. Schade. Dann kommen wir zu meinem liebsten Thema der Nobelpreistragenden Autoren, mit denen ich nichts anfangen kann. Kazuo Ishiguro, Die Ungetrösteten, der berühmte Pianist Ryder versteht die Welt nicht mehr, völlig fremde Menschen bitten ihn um diesen und jenen Gefallen. Wird durch Geisterhand hetzt es ihn von hier nach da. Dabei trifft er mysteriöse Figuren, Lebende und Totgeglaubte, die sich alle von ihm Hilfe oder gar die lang ersehnte Erlösung versprechen.
I don't know. Es darf ausziehen. Alles, was wir geben mussten, alles, was wir geben mussten, geht es um drei Freunde, die in einem Internat aufwachsen. Jedoch haben alle drei die Befürchtung, dass sie für eine ganz besondere Bestimmung im Internat erzogen werden und dass sie alle nicht wirklich eine Zukunft haben werden. Mehr wird uns hier nicht verraten. Katsui Ishiguro, was vom Tage übrig blieb. Ich glaube, ich bin mir sicher, dass dieses Buch sogar verfilmt wurde. Darin geht es um den Butler Stevens, der auf Darrington Hall als Butler dient und er bricht aus seiner gewohnten Welt aus, um seine ehemalige Kollegin Miss Stanton zu besuchen und sie zu bitten, zurück nach Darrington Hall zu kommen. Der Maler der fließenden Welt. In der Maler der fließenden Welt geht es um einen regimetreuen Maler in Japan, der natürlich zur Zeit des Zweiten Weltkriegs erfolgreich Karriere gemacht hat, aber nach Japans Niederlage im Zweiten Weltkrieg mit seinen regimetreuen Bildern nicht wirklich mehr Freunde findet, beziehungsweise sogar zur Belastung für seine Familie wird. Charlotte Link im Tal des Fuchses. Das war mein erstes Buch von Charlotte Link und wahrscheinlich auch mein letztes. Im Tal des Fuchses geht es um eine Wanderin. Wanderin nennt man das so. Meine Frau, die bei einer Wanderung von einem Mann entführt wird und in einer Höhle in eine Holzkiste gesperrt wird. Kurz darauf wird der Entführer jedoch wegen einer anderen Sache festgenommen, sodass die Frau in der Holzkiste ihrem Schicksal erliegt. Es war schon spannend, was uns die Charlotte da erzählt hat, aber ich hätte mir gewünscht, sie hätte zwischendurch ein bisschen schneller erzählt und wäre ein bisschen schneller zum Punkt gekommen. Und ich glaube, so viele Seiten hätte es für diese Geschichte nicht gebraucht. Es hat sich zwischendurch ziemlich gezogen. Charlotte Link, Die Sünde der Engel, das habe ich auf dem Flohmarkt gekauft. Ich weiß nicht warum. Ich dachte, Charlotte Link wäre eine gute Autorin. Ich weiß nicht warum. In Die Sünde der Engel geht es um eine Mutter, die ihren Zwillingen zuliebe auf die große Liebe verzichtet hat und irgendwann holen sie die Schatten der Vergangenheit ein. Interessiert mich irgendwie gar nicht, von dem her. Heinrich Böll, Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Habe ich, glaube ich, bis zur Hälfte gelesen. Darin geht es um einen. Ich weiß gar nicht mehr. Darin geht es auf jeden Fall darum, dass Katharina Blum jemand erschossen hat. Ich fand die Geschichte irgendwie schwierig. Wir haben nicht ganz durchgeblickt, was uns der Autor damit sagen wollte. Aber schon du mit dir, ein Status habe und rein hier. Die Leute und Busse gehen vorbei an, die was angegriffen. Bei manchen Büchern weiß ich gar nicht, warum ich die zu Hause habe. Ken Follett auf den Schwingen des Adlers. Das ist ein ganz frühes Buch von ihm. Spielt in Teheran 1978. Es werden zwei amerikanische Spitzenmanager ohne Angabe von Gründen verhaftet und ihr Leben schwebt in höchster Gefahr natürlich. Um die beiden Gefangenen aus dieser Situation zu befreien, schickt ein texanischer Multimillionär seine Adler in den Iran. Ich weiß nicht, wie dieses Buch zu mir gefunden hat. Ich werde es auch niemals lesen. Der ist mir zu brutal. So komisch. Wenn Ken Follett hat früher solche Bücher geschrieben, jetzt schreibt er so historische Romane, wo man denkt, wie passt das zusammen, Leute? Tamara McKinley, Der Zauber von Savannah Vince. Darin geht es um Fleur, die von einer unbekannten, rätselhaften Frau ein Anwesen im australischen Outback vermacht bekommt. An diesem magischen Ort flüchtet sie sich vor ihrem Problem und stößt dort auf die Tagebücher der Frau, die ihr dieses Haus vermacht. Konnte mich nicht wirklich packen, war mir auch so abgedroschen alles ein bisschen. War mir zu, wusste ich alles schon vorher und war nicht spannend, ganz ehrlich, war nicht spannend. Laurie Nelson Spielman, Morgen kommt ein neuer Himmel. Da geht es um eine Frau, deren Mutter stirbt und ihre Mutter hat ihr im Testament Aufgaben hinterlassen, die sie erfüllen soll, um ein erfülltes Leben zu haben. Es war mir alles so zu vorhersehbar. Ich habe, glaube ich, nur 120 Seiten gelesen. Da war es mir schon zu blöd. Ganz ehrlich,
wenn ich in dem Alter bin, in dem die Frau hier ist und nicht hinkriege, in meinem Kopf zu peilen, was ich in meinem Leben machen will und was mir gut tut in meinem Leben. Und dann muss erst meine Mutter sterben und mir ein Testament dahinter lassen, was ich zu tun habe, damit ich glücklich werde. Wieso hat sie die Mutter nicht früher gesagt? Und wieso macht sie nicht einfach, was ihr gut tut, Mann? Die ging mir ein bisschen schon auf den Sack, okay? Oh, hat mich total genervt. Dann kommen wir zu zwei Büchern. Tagebuch der Apokalypse und Tagebuch der Apokalypse 2. Die gehören meinem Mann, beziehungsweise gehörten meinem Mann. Hat er sich gekauft, als gerade dieser Walking Dead Hype aufkam. Nie gelesen. Ich habe es auch nicht gelesen. Soll jemand anderer Spaß damit haben? Leute, so viele Bücher, die weg dürfen. Die in die weite Welt ziehen können und andere Menschen beglücken können. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, obwohl ich jedes Buch eigentlich durch den Kakao gezogen habe. Ah, nicht jedes, manche haben mir ja gut gefallen. Naja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Dann danke ich euch mal fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal.